Bosniens Wanderwege waren bis vor kurzem noch vermint, erzählt mein Bergführer Serudin Isaković. Gefährliche Reste der Jugoslawienkriege. Seit knapp 30 Jahren ist Frieden, die Minen entschärft und Wandern möglich. Doch damals wie heute hat das Weltgeschehen Einfluss auf den Vielvölkerstaat. Besonders jetzt, da Wahlen anstehen, erklärt mir der Ex-Journalist besonders im russlandfreundlichen Teil Republika Srpska. Russland wird jetzt immer aggressiver versuchen, den einen Landesteil, die Bosnische Republika Srpska, an sich zu binden und so den Weg für das ganze Land in Richtung EU zu versperren. Hier oben wirkt es wie Wahnsinn, dass sich nun die alten Konflikte zwischen Serben, Bosniaken und Kroaten wieder verstärken. Gerade wenn man denkt, man sei fernab von allem, holt einen Bosnien-Herzegowina immer die Vergangenheit wieder ein. Dies ist ein alter Schützengraben. In Schützengräben scheinen manche Politiker jeder Volksgruppe weiterhin zu sitzen. Nationalistische Parolen beherrschen die Wahl. Serudin meint, das solle von echten Problemen ablenken, wie der wachsenden Armut. Politiker hetzen die Menschen mit nationalistischer Rhetorik auf, um sie unter Kontrolle zu halten. Das zielt vor allem auf ihn. Serbenführer Dodik sagt, Muslime und Christen könnten nicht zusammenleben. Er ist Putin nah, US-Geheimdienste vermuten sogar Geldflüsse. Dodik will die Republika Srpska abspalten. Er will eine eigene Armee, eigene Waffen schmieden, Stärke zeigen. Damit will er Wähler gewinnen. Wir besuchen die Waffenschmiede TRB in der Republika Srpska. Erst seit wenigen Jahren produziert das Werk Pistolen und Munition, erzählt mir die Geschäftsführerin Mirjana Šarenac-Micić. Ihr ganzer Stolz ist dies, der Despot. Ein Militärfahrzeug mit Minenschutz, Waffenstand und deutschem Motor, so zeigt es mir Jadranka Stanimirovic. Was ist das stärkste Verkaufsargument, frage ich den Ingenieur. Es ist ein Design, das sofort beeindruckt, auch mit seinen Dimensionen. Soll der Name auch beeindrucken? Ja, wenn man die Bedeutung bedenkt, das ist schon beeindruckend. 12 Tonnen Gewicht, 130 Spitze, rund 40 Liter Verbrauch, das beeindruckt in der Tat. Dieses Auto fühlt sich an wie ein fahrender Bunker. Das Werbevideo wurde schon Interessenten aus Afrika, arabischen Ländern und Russland gezeigt. Doch bisher kaufte nur die Republika Srpska 10 Despoten. Haupteigentümer der Firma ist Slaven Ristić. Er kandidiert für die gleiche Partei wie Serbenführer Dodik. Dazu will sich die Geschäftsführerin lieber nicht äußern. Aber trotzdem wird klar, der serbische Kraftprotz auf Rädern verschafft Arbeit, Ansehen, Einfluss. Unser Eigner glaubt an die Menschen hier und er ist Patriot. Unser Eigner will das Leben besser machen in dieser Stadt, im ganzen Land. Das tut dringend Not. Am Standort Bratunac ist die Arbeitslosigkeit hoch. Wer Arbeit will, legt sich nicht mit der Macht an. Die Bürger scheuen unser Mikrofon. Nur manchmal bricht der Frust heraus. Nichts wird hier besser. Sie bezahlen uns für unsere Stimmen. Lass sie das ruhig hören. Es ist alles gleich. Es wird sich nichts ändern. Und die nationalistische Propaganda verfängt mindestens im Suff. Russland werde uns in den Arsch treten, sagt er, und ich bringe euch um. Wir verlassen die Republika Srpska. 100 Kilometer weiter in Tuzla ist der Spirit schon ganz anders. Schon immer lebten hier alle Volksgruppen friedlich zusammen. Die nationalistischen Töne im Wahlkampf regen vor allem in Tuzla auf. In der Universitätsstadt sind sie multiethnisch und jung. Und hier regt sich Widerstand. Grüße aus Tuzla, der Stadt, in der Moschee, katholische und orthodoxe Kirche nebeneinander stehen. Karton Revoluzia spricht Klartext gegen nationalistische Parolen. Für Klartext kennt man sie auf dem Balkan. Es spielt keine Rolle, zu welchem Gott er betet, kapierst du? Politik auf Social Media. Leila, Adi, Nedim und Adis wollen etwas ändern.
Auf Facebook und TikTok haben sie tausende Follower und bis zu 1,9 Millionen Views bei ca. 3 Millionen Einwohnern im Land. Es ist uns wichtig, Unterstützung von ganz Bosnien und Herzegowina zu haben, denn nur die jungen Leute können etwas ändern. Viele junge Leute verlassen frustriert dieses Land, aber sie sprechen die Themen an, die ihre Generation interessieren. Korruption der regierenden Politiker, Umweltzerstörung, Vetternwirtschaft. Der Druck auf Social Media wirkt. Bei Treffen mit Politikern haben sie schon kleine Gesetzesänderungen erreicht. Es soll mehr werden. Jede Woche ein neues Video, jede Woche mehr Follower. Um größere Veränderungen zu erreichen, brauchen wir mehr Leute, die das wollen. Kleine Veränderungen sind wichtig, um neue Leute in die Politik zu bekommen. Eine neue Generation will etwas ändern. Sie wissen, es braucht einen langen Atem. Bald wollen sie selbst kandidieren, zunächst bei Lokalwahlen. Denn alle im Land meinen, es braucht Reformen, aber jeder meint damit etwas anderes. Eine Wahlrechtsreform ist mal wieder verschoben. Der Mann, der sie vorschlug, der hohe UN-Beauftragte für das Land, verlor darauf schon mal die Beherrschung. Manchmal muss es Klartext sein, um etwas zu bewegen, erklärt mir Christian Schmidt, denn er hat große Pläne für Bosnien und Herzegowina. Im Dezember findet der nächste große europäische Gipfel statt. Da wäre es gut, wenn wir so wie andere Länder Beitrittsverhandlungen bekommen, auch für Bosnien-Herzegowina endlich den Kandidatenstatus bekommen könnten. Die Last der Vergangenheit oder der Weg in eine bessere Zukunft. Was ist den Menschen wichtiger? Das wird die Wahl weisen. Ein Blick auf die Hauptstadt Sarajevo aber zeigt, viel älter als die Spuren der Konflikte sind die Zeugen für gutes Miteinander.